Hi meine Freunde, herzlich willkommen hier zu Spec Ops The Line, ein Spiel, was wahrscheinlich das unterschätzteste Spiel ist, welches man kennt. Welches ist... Nein, auf jeden Fall ein Spiel, was man eigentlich gespielt haben muss. Ich habe es noch nie gespielt, ich habe mir auch noch nichts dazu angeguckt. Ich weiß nur, dass es ein ziemliches Skandalding ist, beziehungsweise eine ziemlich harte Message hat. So ein ziemlicher Antikriegs-Shooter. Und ja, ich trinke jetzt gleich nochmal einen Schluck Wasser. Und dann stürzen wir uns hier in die Apokalypse, beziehungsweise in das Spektakel. So, wir starten eine neue Kampagne. Neues Spiel. Nein, wir gehen in den Kampfeinsatz und los geht's. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich werde den Kerl nicht Wobei, es ist sehr laut. Langsam und ruhig. Es ist sehr laut. Also müssen wir direkt mal hier ein bisschen Lautstärke. Untertitel haben wir rein. Musiklautstärke machen wir ein bisschen runter. Sprachlautstärke machen wir ein bisschen runter. Gut. Hast du den Verstand verloren? Komm her! Es ist immer noch relativ. Es ist immer noch laut. Audio, sorry. So. Okay. Happy. Das war nicht der letzte. Ich sehe sie. So, stirb, du Penner! Und du, stirb auch! Es ist verdammt nochmal sehr laut. Liegt das Ding denn nicht schneller? Sorry, Leute. Ein drittes Mal. Es ist echt, jetzt ist es angenehm. Ach du Scheiße! Okay. Das war zu knapp, Walker. Schalt den Kerl aus! Komm her. Ich mach dich fertig. Komm her. So. Gott, wie viele sind das denn noch? Scheißegal, halt das Ding ruhig! Es ist gar nicht mehr so einfach. Oh oh, oh oh. Früher. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai.
habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damn 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Hey, Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen, bekannt als meine Hose. Sir. Klappe. Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Okay, in Deckung gehen. Ich spiele gerade mit Maus und Tastatur. Ich verstehe nicht, warum mir hier die Button angezeigt werden. Deswegen muss ich ein bisschen ausprobieren. Ah, okay. Zielvorrichtung checken. Rührt sich was? Nein, alles okay. Gut. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. So, wie springen wir? Das F. ist also übrig von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Hey, hier ist dein Seil. Dann wollen wir mal. Ja, jetzt sollte ich halt nur noch wissen, was springen ist in der auf der Tastatur. Lade nach. Okay, das war nachladen. Ah, okay, hab's rausgefunden. Gut. Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Alle tot hier. Hey, habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir's hinter uns. Finde die Quelle des Funksignals. Hey, ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es.
Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Ich habe schon gefunden, der beobachtet uns. Gut, dann soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Hier scheint es zu sein. Eine Evakuierung, du weißt, war ein kompletter... Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Das ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Das wurde aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Oh, Scheiße. So könnte man das auch sagen. Der ist noch relativ frisch. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was tun Sie? Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agar interim harf besanim. Sehr gut, Lugo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Booster? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben aus. Das bringt uns einen Vorteil. Yes, baby. Verdammt, wir sind die Kerle. Flüchtlinge, Überlebende des Sturms. Ist doch gut. Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen. Hör zu, die hören bestimmt auf zu ballern, damit du telefonieren kannst. Oh fuck, wir haben nicht viel Leben. Gut. Los, weiter, hinten raus. Die Musik ist geil. Granate! In Deckung! Wo steckt der? Reklametafel da drüben! Sag Bescheid und ich schalte ihn aus! Lugo, schalt ihn aus! Ja, Sir! Nice! Noch einer?